Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Beim letzten Mal haben wir die Mankey-Bande besiegt, die total schwach war, und wir haben angefangen, unsere Basis umzubauen. Doch jetzt sagen die Mankey-Bande, ja, wir haben keine Lust mehr. Und von daher sagen wir es einfach mal, okay, dann kriegt ihr ja noch eine Kastanie. Denn wir haben ja noch eine liegen. Wir haben ja tatsächlich noch eine gehabt. Gott sei Dank haben wir die mitgenommen. Guten Morgen, Ricky. Hi. So, wir haben noch eine Kastanie. Hä, habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie. Wir wollen eine geschälte Kastanie. Los, gebt sie her. Wir werden auch ganz hart arbeiten. Hergeben. Ricky schält die Kastanie und übergibt sie. Ja, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Faulpätze. Packen wir es an. Haken, haken. Was steht ihr da so rum? Na los, kommt endlich in die Gänge. Wir werden die Basis in Hand und Plan renoviert haben. Wir tragen die Baumanträge. Ich komme mal mit der Stimme durcheinander. Und so, motiviert durch die weitere geschälte Kastanie, setzt die Mankey-Bande die Renovierungsarbeiten an den Retterteam-Basis fort. Bald waren die Renovierungsarbeiten an der Basis fast beendet. Hä, habt ihr uns gerne... Achso. Ah, sie wollen noch eine. Okay, dann los. Ich glaube, das reicht auch, wenn Volo und ich da alleine hingehen. Oh, dann wollen die noch eine haben. Arschgeigen. Tumultwald. Ja, dann wollen wir Tor, Volo, nur du nicht, okay? Together. Mach ihn fertig. Volo, was kannst du eigentlich? So, Attacken, Ranken, okay, wunderbar. Flora-Gummi. Nee, Grün. Diesmal ist ein Grün-Gummi. Wie soll ich da klarkommen? Grün-Gummi, Flora-Gummi, ist alles gleich. Kannst du sagen, was wir. Genau wie mit Azur-Gummi und Blau-Gummi. So, wir müssen natürlich jetzt einfach mal jede fucking Dingens hier untersuchen. Ey, hat er mich paralysiert? Hat er mich einfach paralysiert? So. Jo, komm mir nicht zu nahe. Komm her. Und bam. Boom. Wunderbar. Okay, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon weitergehen will. Ich glaube ja. Obwohl, ich durchsuche lieber den kompletten Dungeon, weil wir brauchen halt diese fucking Kastanien, ne? Hier ist keine. Wir brauchen halt besten einen. Ich glaube, dass eine sogar schon reichen würde. Oder vielleicht auch zwei. Wenn wir zwei finden, ist okay. Aber ich glaube tatsächlich, dass eine reichen würde. So. Und, danke. Wir hätten mal Thor doch lieber mitgenommen. Wäre vielleicht doch besser gewesen. Aber okay. Woll und ich müssen ja auch mal ein Abenteuer wieder alleine machen. So. Ups. Rankenhieb. Und nochmal Rankenhieb. Tschüss. Willst du wohl sterben gehen? Dankeschön. Auch nur eine Sindelbeere. Genau, Volo, weg ist doch auf. Rasierblatt, wollte ich gerade sagen. Rankenhieb. So. Okay. Weiter geht's. Ebene U3. Ebene U3, Entschuldigung. Explosivsamen, wolkig. Und solange ich jetzt hier nicht gleich wieder Sandsturm des Todes, ist es alles in Ordnung. Komm her. Und bumm. Volo, du auch nochmal. Und normalen Angriff reicht. Wunderbar. Gut, so, Kastanien. Bist du eine Kastanie? Nein, du bist ein Apfel. Fast. Fast eine Kastanie. Aber tatsächlich nur fast. Und treffen. Er ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. Noch ein Apfel. Ja, gehen wir jetzt... Ach. Ich glaube, kann man einfach mal einen Apfel essen. Komm, ich will da unten gucken. Vielleicht finden wir jetzt zwei Kastanien oder sowas. Das hätte ich mir denken können übrigens. Ah, was ist denn hier los? Hätte ich mir denken können. Aber hier unten ist auch eine Sack. Nee. Okay. Oder? Ist da vielleicht noch so ein Zwischenraum? Nee. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt direkt rüber zur Treppe. Ja, wir sind ja nicht hier, um den Dungeon einfach zu schaffen, sondern wir sind ja hier, um so eine fucking Kastanie herzubekommen. Und das werden wir jetzt auch tun. Wie? Er ist schon wieder weg? Hat nur 15 Stück, okay. Das ist ein bisschen scheiße tatsächlich.
Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, weiter. Wir sind ja hier, um diese scheiß Kastanien zu finden. Boom. Und boom. Und ein Flora-Gummi. Und noch ein Flora-Gummi. Wir brauchen erstmal Kastanien. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo die Treppe ist. Das ist schon mal gut. Wir brauchen aber eine fucking Kastanie. Okay. Hier ist keine. Okay. Dann halt nicht. Schaffst du das? Gut. Fucking Kastanie. Show. Und Rasierblatt. Und nochmal Rasierblatt. Wunderbar. Blubber. Schaffst du das? Sehr gut. Wunderbärchen. Ah, paralysieren. Unfair. Spiel doch mal fair, Mann. Spiel doch mal fair, du blöde Rose. Boom. Scheiße. Komm schon. Be fair. Das ist jetzt einfach Rasierblatt. So, ist er weg. Sie, Entschuldigung. Oh, Blanas, wie hätte ich gerne Blanas? Blanas ist cool. Blanas hätte ich gerne im Team. Join my team. Auch wieder nur Sündebeere. Ich brauche eine fucking Kastanie, Mann. Hier spüre ich es, hier ist noch ein Raum zwischen, ja. Aber auch die hat keine Kastanie. Rollo, setz Blubber ein. Schaffst du das? Gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Warum? Warum? Warum gehe ich da ganz außen lang? Kann mir das mal einer vertellen, warum ich das ja gerade gemacht habe? Hallo? Dankeschön. Obwohl, die Sinnebären möchte ich eigentlich mitnehmen, tatsächlich gesagt. Komm her, die ganzen Gummis werfen jetzt Wollo zu. Grün Gummi werfen. Und werfen. Werfen jetzt einfach alle Wollo zu. Er braucht halt die IQ noch so ein bisschen. Jetzt, wo Thor schon mal nicht mit ist, kann er die ganzen Gummis haben. Items. Flora Gummi werfen. Och, please, Wollo. S. Eine Kuh soll fucking nochmal steigen. Werfen. Och, S doch auf, Mann. Du, du. Werfen. Ah, Selbstheiler. Das ist, glaube ich, gut. Noch irgendwo eine Beere. Nö. So, was? Selbstheiler. Was macht Selbstheiler denn jetzt? IQ. Selbstheiler. Info. Das ist ein Verschadensproblem. Ja, das möchte ich doch wissen. Will doch hoffen. Gut, komm mal. Können wir Sinnebeere jetzt noch mitnehmen? Oh, da kommt ein Blanas. Ich will Blanas im Team haben. Schade. Okay, tschüss. Ich wollte Blanas im Team, aber man kann es ja mal probieren. Blanas hätte ich tatsächlich, glaube ich, mitgenommen. Regen. Ich glaube, das verstärkt die Wasserattacken, ne? Okay, was bist du für einer? Du bist auch inklusiv, Sam. Wie gesagt, wir brauchen immer noch eine fucking Kastanie. Das gibt ja auch manchmal tatsächlich Dungeons oder Runs. Ich nenne das einfach mal Runs. Wo einfach mal keine fucking Kastanie da ist. Wo es nicht eine blöde Kastanie gibt. Gott sei Dank hatten wir im ersten One direkt schon eine gefunden. Also wo wir direkt zu den Mankeys hingegangen sind. Das hat uns schon mal, wenn wir Glück haben, einen Run erspart. Das heißt, wir finden natürlich jetzt keine. Wenn wir so ausgeglichen. Nein, wir müssen erst eine fucking Kastanie finden. Oh, ich hab von da. Haben wir zum Beispiel das Team aufgenommen werden? Ja. Wie heißt du denn jetzt? Ja, du heißt jetzt einfach. Sam. Me. Sam. You. L. Okay. Samuel, du kommst da drüben schon klar, oder? Gut. Ich hoffe es für dich. Samuel.
Als erstes nehme ich meine Itemschnapper weg, weil du setzt deine Items nicht ein. Zweitens. Attacken. Nehmen wir die Geduld mal weg und Händler weg und na, so. Nur noch Natur kommt. Das geht schneller. Okay, gut. Samuel kommt schon klar. Der kommt schon klar. Der kommt schon klar. Komm her, Samuel. Wo läuft er denn auch hin? Okay, ein Gummi. Komm her, Samuel. Okay. Wieder das Teammitglied. Wieder in seinem Wurzel. Aber hey, ich kann doch solchen Blicken, die sagen, ey, ich möchte in dein Team beitreten, kann ich doch nicht nein sagen. Das geht doch nicht. Ich kann doch einfach nicht nein sagen. Weil die beten uns an, okay? Das ist wie mit meinen Manianern. Die lieben mich alle so abgöttisch, die würden für mich töten. Weißt du? Kann man doch nicht nein sagen. Kann man doch einfach nicht nein sagen. Zack. Komm schon, bitte finde doch jetzt eine fucking Kastanie jetzt mal hier. Oh, einfach gehen jetzt weiter. Was jetzt davon? Weiter. U7. Bam. Und To. Nee, doch nicht. Und bam. Zack. Boom. Shit. Wir finden immer noch keine Kastanien. Das macht mir Sorgen. Das macht mir tatsächlich ein bisschen. Warum laufe ich denn da ganz zu ihm hin? Zu ihr. Für mich ist Roselia immer noch eine Sie. Hauptsächlich. Oh mein Gott. Vielleicht nehme ich ihn auch dann. Weißt du was? Machen wir das anders. Team. Abschied. Ja. Oder? Nein. Das kann ich nicht machen. Aber Samuel, du kannst einfach nichts. Das darfst du mitkommen, aber du darfst halt, ne? Du kannst halt nichts. Musst du dich damit abfinden. Und ich kann aber auch nichts mehr, weil ich habe keine AP mehr. Ich sterbe. Dankeschön. Oh! Ja, komm. Bauen sich eine Samurzelarmee auf, ja. Sam. Furzel. Samfurzel. Komm schon. Auch du übrigens wirst nichts mehr einsetzen. Attacken. Das. Und auch du wirst kein Item von uns. Also wenn du jetzt stirbst, stirbst du halt. Okay. Samurzel-Armee. Irgendwann besteht unser Team nur noch aus der Samurzel. Dann nehmen wir uns Team Samurzel. Komm her. Warum werfe ich jetzt mit einem Stein? Egal. Kastanie? Och, bitte lass mich hier eine Kastanie finden irgendwo. Wenn wir hier mal eine Kastanie finden. Tretet alle nochmal drauf, genau. Gruppen treten. Ah, Mann. Ich finde aber auch keine fucking Kastanie hier. So eine Scheiße. So, sterb. Stirb. Stirb. Und wieder Samurzel. Hey, Samurzel, willst du noch ein Team beitreten? Ich hab so wenig. Zack. 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 Och, komm schon. Vielen Dank. Wir gehen weiter. Willy. Oh, die halten nur auf gerade. Stirb. Und stirb. Wunderbar. Und weiter. U8. Jetzt müssen wir mal so langsam mal die Kastanie finden. Und sieht schlecht aus. Kastanie? Nee, es ist ein Gummi. Oh, Kastanie! Mein Magen knurrt. Okay, können wir mal einen Apfel essen? Apfel. Wurde wieder gefüllt. Aber wir brauchen immer noch eine Kastanie. Hast du eine Kastanie für mich? Nö. Anscheinend nicht.
Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Scheiße. Boom. Fuck. Jetzt aber. Und sehr gut. Es ist immer noch keine... Ah, ich brauche eine Kastanie, Mann. Komm mir nicht drum herum. Scheiße. U9. Nur noch zwei Ebenen dafür. Ich glaube aber tatsächlich... Oder findet man die erst ab U9? Weil da tauchen ja auch die Menki auf, ne? Findet man vielleicht die erst ab nun U9? Ihr dürft ja mal gerne in die Kommentare schreiben, oder ich sehe es auch gleich wahrscheinlich schon im Hitbox-Chat, ab wann diese fucking Kastanie auftaucht. Ob ich da jetzt grundlos gesucht habe die ganze Zeit oder nicht halt. Ich war eigentlich der Meinung, dass man das auch früher finden kann. Willst du bitte sterben? Gummernassai. Nee. Ah, Kastanie. Mein Gott. Weißt du was? Obwohl, vielleicht reicht das nachher nicht, ne? Komm her, wir finden noch eine. Jetzt finden wir noch eine zweite. Wow! Billy was einfach ballert! Um 3, um 1, um 1 und um 1. Level 24. Wow, und nochmal um 1. Alter, die Geduld hat mir gerade gewumst. Aber... Dafür, richtig, sind unser Tag wieder voll. Komm, jetzt suchen wir noch eine zweite Kastanie. Komm. Was soll's? Ja, okay. Jetzt. Und jetzt beenden wir noch den Dungeon ganz schnell. Gibt nämlich extra Punkte, glaube ich, wenn man den Dungeon beendet. Zack. Arschloch. Arschloch. Ich will das Planers töten. Ich will zu meinem Team haben. Komm, schon, geh mein Team. Fuck. Anscheinend gibt es echt erst ab Ebene 9 sowas. Jo, wir haben noch zwei Kastanien. Wunderbar, U10 erreicht. Hier ist niemand. Es geht nicht weiter, Zeit umzukehren. Gut, dass mein Gast wahrscheinlich nicht mal zurückgehen muss. Das wäre echt noch nervig. Meisterin der Dungeon. Wir haben heute gute Arbeit geleistet. Lass uns Feierabend machen. Bis morgen dann. Feierabend machen ist ein gutes Stichwort, denn wir machen auch mit diesem Part jetzt hier Schluss. Ich hoffe, es hat gefallen. Falls ja, gebt noch einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis wieder. Let's play Pokémon Mystery Dungeon. Haut rein. Bis dahin. Tschö, tschö.